Genau, was geht bei euch ab? Junge, guck mal, Clankrieg, es geht so krass los. Nach einer Stunde war der Clan voll. Unsere Feinde wollen den Krieg, aber unser Clan ist hier und... Häuptlinger, drüben, ich habe den feindlichen Clan gesichert. Oh nein, oh scheiße. Oh je, die feindlichen Kriegsbasen sind überall. Angriffe sind hier begrenzt, also brauchen wir die Unterstützung unseres Clans. Kurz den Leuten sagen, wie der Hase läuft, ja, weil ich ja wieder überhaupt keinen Plan von irgendwas hab. Da ist wieder einer rausgegangen, hier wieder einer reingekommen, also es ist ein Hin und Her. Easy peasy, lemon squeezy, okay, was können wir jetzt hier machen? Kann man jetzt hier, hä? Der Blubbermann hab ich mich verlesen, ja. Okay, ich gehe mal rüber zum Feind. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Das war jetzt erstmal das Wichtige vorneweg, ja. Ich bin richtig aggressiv. Ich bin richtig aufgeregt hier mit dem Clan-Krieg. Guck mal, ich drück nochmal drauf, dass ihr das einfach mal sehen könnt, ja. Guck mal, das sind unsere Basen, ja. Hier ist Wald dazwischen, ja. Hier ist ein See. Gut, ein schöner See. Ist natürlich auch nicht zu verachten. Hier ist ein Krater, da ist schon einiges passiert. Hier ist so ein Wall, den habe ich erst letztens gebaut noch zum Schutz meiner Leute. Wir haben 20 Leute, ja. 20 Leute hier. Barber, Erdbeerkäse und so weiter und so fort sind am Stissel. Jetzt geh ich mal rüber. Okay, was haben die so für Namen? Sieht es nicht so aus, als wenn es Deutsche wären. Gut, vielleicht ein Legastheniker. Okay. Nee, Quatsch. Also ist so ein bunt gemischter Clan anscheinend. Ich drück uns einfach mal die Daumen. Wir haben uns jetzt halt einfach mal Kopf über in so ein Ding geschmissen. I am just fucking disbanded. Jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass ihr auf dem Laufenden bleibt, ja? Klar. Okay, los geht's. Also hier. Burg 1 der Feinde. Die Black Bee. Das sind die schwarze Biene, da, die Penis. Da ich kein Stratege bin, also ich vor allem nicht weiß, worauf es ankommt, ja, bei Kok, bin ich aufgeschmissen jetzt hier. Bogenschützenkönigin, alles klar. Wer ist das? Barbarenkönig. Ja, das ist ja wohl eine Frechheit. Hier ist die Karte von Mystio 2. Der dritte Gegner, Merschad. Der Merschad. Mensch, hey, der hat auch so eine Königin und so einen König. Der ist ja richtig durchgepeitscht, der Kerl. Nummer 4. Also die Basen sehen ja doch ziemlich ähnlich aus. Da merkt man halt, wie sowas gebaut wird. Die sind hier wohl im Penisland. Guck mal hier außenrum, nur Tod und Verderben. So wie es sich eben gehört für Verlierer, nicht wahr? Jetzt bin ich auch mal gespannt, ob Monsieur 5 auch... Ja doch, sieht alles so ziemlich ähnlich aus. Nummer 6 ist auch echt gut hier abgeschottet. Natürlich hat er keine Chance gegen uns, weil wir die Dummbabler sind und einfach alles zerfisten, was uns in den Weg kommt. Ist klar, kann man nichts machen. Der sieht, hat auch eine schöne Verteidigungsanlage hier gebaut. Er hat natürlich auch diesen Schwuchtelkönig und die Dummdödelkönigin. Aber die können uns überhaupt gar nichts anhaben. Guck mal, hier hat er auch irgendwie noch so ein... Cube. Da sperren die immer ihre Kinder ein. Klar, wer so aussieht und so eine Alte knallt, kein Wunder, dass die Kinder einsperren müssen. Gegner 8, guck mal hier. Da sieht doch das schon etwas anders aus. Ich würde fast sagen, diese Basis ist, kommt mir jetzt schwächer gepanzert vor wie die anderen. So, pennt wieder einer, welch mit der Zunge im Maul. Nummer 9. Was hat er dann hier? Oh, Mauern. Die Basis ist etwas anders aufgebaut. Er hat sehr, sehr viel draußen stehen. Das habe ich jetzt auch schon oft gesehen. Naja, mal gucken, ob er damit was reißen kann. Also gegen uns hat er natürlich, überhaupt keine Chance. Es wird gerade entschieden, wie ich genannt werden soll. Dummi oder Jan. Ich bin ja der Diktator. Und als Diktator muss ich ja eigentlich Jan heißen. Weißt du, Jan ist ja wirklich so ein Deutscher. Naja, ist nicht wirklich deutsch. Ist nicht wirklich deutsch. Von Johannes. Ist Johannes ein deutscher Name? Ich weiß es nicht. Der heilige Johannes, der heilige Petrus von Assisi. Ich will ja keine Schleichwerbung machen, ja? Okay, Dummi, schau im Internet nach Base Designs nach und ändere dein Dorf. Ja, ich weiß doch. Okay. Synthetrix. Guck mal, wir haben auch hier eine Größe am Start, ja? LeFloid. Er hat mich gefragt, ob er mitmachen kann. Da habe ich gesagt, LeFloid, hör mal zu. Du mit deinen Floyd News. Ich weiß auch nicht. Er hat gesagt, komm bitte. Da habe ich gesagt, okay. Und dann war er mit dem Clan. Gut, habe ich schon die Basis hier fertig gemacht. Guck mal hier. Natürlich irgendein scheiß Barbarenkönig. Ja, hat er hier auf dem Boden. Es ist wahrscheinlich so ein Stück Dreck, was er da liegen hat. Knochen sich, ist richtig. Hat wahrscheinlich Lebra oder so. Dem fallen schon die Arme ab. Pff, no chance. Kennst das? Oh, guck mal hier. Natürlich auch Schwuchtelkönig am Start, aber die Königin fehlt. Sie gerade woanders schon macht, Nickel die Schnack, Zippel ab. Nummer 12, guck mal, wie er alle Flaggen da stehen hat. Und sogar die deutsche Flagge. Ah, ich weiß, was das heißt. So schick ist es auch nicht. Meinen die denn immer hier mit ihren Fackeln und sowas? Nummer 13, Nummer 14, das ist ein Shiny Beast. So, sofort hier angreifen. Männer, guck mal, die 14 ist nicht gut gebaut. Nummer 15, hör mal zu, Schätzchen. Ja, die Basis ist nicht so toll, wie ich es mir erhofft habe. Ich gehe mal weiter. Oh, das ist natürlich eine ganz schwache Basis. Das sehe ich von hier. Ach, Basis Nummer 17, dass ich nicht lache. Sieht aus wie von einem Anfänger. Da ist ja meine Basis noch besser. Ein Hund im Büro. Ja, aber sonst schon gar nicht so übel. Guck mal, immerhin Level 6 Mauer. Hier Level 5. Hier nochmal Level 6. Und lass mich raten, das ist Level 5. Ja, es ist Level 5. Kann ich nur eins sagen. Weiter. Ah, das ist ja wohl. Also, selten habe ich so eine schlechte Basis gesehen. Da gehen ja so weit, so gut. Also, ich kann da jetzt nicht viel dazu sagen. Das ist einfach, es ist ein augenkrebserregendes Stück Affenkot an meiner Wand verschmiert auf einem grünen Behälter mit der Aufschrift hässlich.
Verstehst du? Es reicht mir jetzt. Letzte Burg, ultra gay, hier kann man rein. Bababababam, alles zerfisten, hier kann man rein. Ganz schlecht gemacht, mein Freund, ganz schlecht. Zoltan, du solltest dich schämen, ja? Du hast dem Clan Black Bee wirklich keine Ehre erwiesen. Du kannst dich eigentlich direkt erhängen. Jetzt gehe ich nochmal in meine Butze. Ah, guck mal. Das ist eine Basis, ja, die einem König würdig ist. Guck mal, ich habe 4 davon und 4 davon. Ich habe so ein paar große und ein paar kleine, ja. Ich habe halt einiges am Start. Mhm. Soweit so gut zum kleinen Cock-Update. Klein und Cock in einem Satz hört sich immer, da zucken die Männer immer kurz so. Außer die riesen Dinger, aber möchte ich sagen, sie. Kleines Cock-Update hier. Voll, Ausrufezeichen. Der arbeitet noch schön, der Jürgen. Ja, der Willi arbeitet auch. Natürlich im Verbund. Sie unterhalten sich die ganze Zeit. Sie schicken sich auch Briefe über diese Frauen, die da manchmal hin und her laufen. Aber hier Gustl hat da vergessen, wie man Herbert schreibt. Also dann kann man natürlich auch nicht die Briefe schreiben an die Kollegen. Nicht? Vor allem ist ja halt auch Bruno lesebehindert und Dagobert schreibbehindert. Kann ich es machen? Kann ich es machen? Lepra. Hände abgefallen im Krieg. Ja. Oh, da ist schon wieder so ein scheiß Baum. Ich hab da vorhin alles abgerissen. Alles ist ja wohl eine Frechheit, oder? Mensch, ey. Wie gesagt, der Clan ist voll. Ich bin am überlegen, ob ich dann nicht noch einen Partner-Clan mache, einen zweiten. Ich bin noch am überlegen, muss ich gucken. Kommt dann nächste Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Clash of Clans. Ciao.